Bei Retusche würde ich jetzt erstmal hier unseren Bereichsreparaturpinsel auswählen, da es einfach am schnellsten funktioniert, wenn es jetzt auf inhaltsbasiert steht. So ein bisschen größer machen und ja, dann werden wir uns mal an die Retusche machen. Und zwar werden wir die großen Flächen, die hier sind, hier retuschieren. Weil sonst sieht man das, dass es gespiegelt ist. Man achtet zum Beispiel erstmal auf das Schild. Man sieht, aha, das Schild ist gespiegelt. Das sieht genauso gleich aus. Das sieht genauso gleich aus. Ja, und solche großen Sachen, wie zum Beispiel dieser Brocken. Das sieht auch gleich aus. Man merkt, dass es gespiegelt ist. Deshalb werden wir diese ganzen großen Sachen, auf die man dann sofort achtet, wegretuschieren. So, mal gucken, ob das mit Bereichsreparaturpinsel auch so gut geht. Ah, manchmal spackt das ein bisschen rum, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, das werde ich auch noch rausnehmen. Hier, das ist auch so groß und man merkt das auch sofort oder man guckt da eher drauf. Ja, und diesen Brocken würde ich auch retuschieren, aber dafür werde ich mir den Kopierstempel nehmen. Auch etwas größer und das Ganze auch ein bisschen mehr Härte. Werde mir jetzt mit Alt-Taste hier diesen Bereich rausnehmen. Und orientiere mich auf dieser Kante, ja, damit die Kante jetzt nicht hier irgendwo anfängt, sondern auch genau gleich so. Jetzt drücke ich mit der Maustaste und werde das Ganze einmal rausretuschieren. Jetzt lasse ich einmal los, damit das Ganze hier diesen Bereich auch mitmerkt und werde hier das Ganze mal auch rausnehmen. So, jetzt wird man auf jeden Fall den Unterschied hier bei der Spiegelung gar nicht mal so stark merken. Ja, man sieht, das ist jetzt andere Farbe, irgendwie ist das auch hier nicht mehr gleich. Das ist auch ganz cool, nur das Schild verrät unsere Spiegelung. Das werden wir auch wegretuschieren mit unserem Kopierstempel, weil hier die automatischen Werkzeuge einfach nicht so gut funktionieren. Aber wir können uns auch ganz gut hier an den Kanten orientieren. Zum Beispiel, ich nehme diese Kante mit gedrückter Alt-Taste raus. Dann werde ich das wieder hier an die Kante anpassen. Und werde das Ganze hier einfach reinmalen. So, jetzt dasselbe hier, aber hier würde ich wieder einen neuen Bereich rausnehmen, vielleicht den hier. Und hier orientiere mich wieder an der Kante und auch hier an dem Gitter. So. Ja, man sieht, das Ganze geht relativ einfach, wenn man sich einfach an ein paar Regeln hält. So. Und so geht es weiter. Wir werden einfach Schritt für Schritt hier das Ganze rausretuschieren. Jetzt mal von oben. So, jetzt orientiere ich mich an diese Kante. Werde das hier mal rausnehmen. Ja, wenn das jetzt so Kleinigkeiten sind, wie gesagt, wird man später auch gar nicht merken. Vor allen Dingen, vielleicht wenn man weiß, dass es bearbeitet wurde, könnte man sich das nochmal richtig genau anschauen und wird vielleicht ein paar Sachen merken. Aber für jemanden, der gar nicht weiß, dass es bearbeitet wurde, wird das gar nicht sichtbar. Denn man achtet ja hier hauptsächlich auf das Model. So, dann haben wir das hier geschafft. Wir werden hier noch diese Kante rausmalen. So, das Ganze auch. Und hier von oben. Okay. Jetzt können wir auch mal ein bisschen tricksen und wir nehmen einfach diese Kante hier raus und setzen die einfach hier rein. Tata. Wird auch keiner merken. So, jetzt haben wir auch so eine schöne Kante hier und können das Ganze vielleicht sogar noch mal hier übernehmen. Es muss natürlich hier etwas kleiner sein wiederum. Kann man drauf achten auch, damit das auch besser aussieht. Es gibt da andere Methoden, um das Ganze zu retuschieren, aber ich denke mal, das wäre jetzt einfach zu umständlich und zu schwierig, um das zu erklären, weil dafür braucht man ein ganzes Tutorial eigentlich. Deshalb werde ich das jetzt ganz grob so halten. Hauptsache man hat es wegretuschiert und damit man das Ganze auch nicht mehr so sieht.
So, da haben wir noch irgendwas Rosenes, was auch immer. So, hier noch die Kante. Und wir werden später hier auch wie bei dem anderen Bild ja diese chromatische Aberration wahrscheinlich setzen. Deshalb wird man den Unterschied einfach gar nicht bemerken. Also ich finde, es ist auf jeden Fall okay. Man sieht das auf jeden Fall gar nicht. Wenn man es bei 100% nicht sieht, dann wird man es auf jeden Fall nicht sehen. Ich gehe mal 100%. Man wird es auf jeden Fall nicht merken, dass hier irgendwas bearbeitet wurde. So, dann haben wir eigentlich den größten Part erledigt, die Bearbeitung oder die Retusche. Jetzt merkt man auch nicht mehr so stark, dass es gespiegelt wurde und für ersten Blick wird man es auf jeden Fall auch nicht merken. Vielleicht wird uns diese Schrift noch ein bisschen verraten. Können wir einfach auch ganz einfach hier wegretuschieren, wenn man ganz pingelig ist. So. Ich gehe vielleicht nochmal in unseren Bereichsreparaturpinsel, also die Automatik. Ich werde hier ein bisschen unsere Kanten hier verstecken. Cool. Dann sind wir soweit und werden uns hier wieder den Bereich eingrenzen, indem wir hier auf unserem Freistellungswerkzeug gehen und werden hier an dieser Kante uns das Ganze ein bisschen anpassen. Ich denke mal, so sieht das Ganze gut aus. Das Bild kann man vielleicht ein bisschen drehen. Und so sieht das Ganze schon cooler aus. Jetzt bestätige das Ganze mit Enter. Das ist mir noch ein bisschen zu schief. Muss man gleich nochmal machen. Denk mal so. Ja, ist auf jeden Fall schief. Ich glaube, das sieht man auch ohne Lineal. Deshalb gehe ich mal mit SDG und T in frei transformieren. Ich werde das Ganze mir hier mit gedrückter SDG-Taste ein bisschen nach unten ziehen. Diese Ecke. Und diese Ecke ein bisschen hier nach rechts. Es gibt auch, wie gesagt, hier auch andere Methoden, das zu machen, aber das, denke ich, reicht auf jeden Fall aus für die Zwecke, die wir machen möchten. Man kann ansonsten mit Verflüssigen das Ganze noch ein bisschen hier ja, verflüssigen. Und dann sieht man das auch nicht mehr. Aber ich denke mal, so sind wir auf jeden Fall schon ganz gut dabei.